erste Bier trink ich um 9 in der Früh. Um 10 nach dem zweiten bin ich schon leicht zu. Um 11:30 kommt dann schon der erste Wodka. Und braucht keiner glauben, ich hab damit genug. Ist das Zittern einmal weg, fühl ich mich wohl. Der ganze Tag dreht sich bei mir um Alkohol. Beim zweiten Wodka, da wach ich erst richtig auf. Und nach dem dritten Bier bin ich dann drauf. Am Nachmittag kommt der Schock, Kühlschrank ist leer. Ich steig ins Auto, fahr zum Geschäft und kauf mir Bier. Ein 6er-Tragerl nimm ich mal mit aus, weil eine ganze Kisten geht sich finanziell schwer aus. Gegen die Sorgen hilft Wodka ganz bestimmt, Probleme löst er nicht und Milch tut es auch nicht. Du stehst vor mir und fragst mich, wie's mir heute geht. Ich sag gut, weil es sich irgendwie gut anfühlt. Dann lauf ich schnell hinter deinem Rücken zum Versteck, weil in der Abstellkammer ganz hinten im Eck steht noch von vorgestern eine halbe Flaschen rum. Ich sag, dass ich was schauen muss und gleich wieder komm. Um 7 merk ich, dass ich leicht lall. Ich dreh die Anlage auf und mach einen Mordskrawall. Dann stoß man mit die Glaseln an und schreien laut Prost auf die Gesundheit und dass die Gurgel nicht verrost. Was am Abend passiert, weiß ich dann nimmer mehr. Ich wär munter und mein Kopf ist total leer. Langsam steh auf und fühl mich nicht so froh. Ich hab leicht Angst und alles Zittern ist wieder da. Ich mach auch Wasserhas und richt mir einen Tee. Und was danach kommt, das wissen wir eh. So ein ungutes Gefühl nimmt keiner gerne in Kauf. Es wird nenne und ich mach meine Flaschen auf. Es wird nenne und ich mach meine Flaschen auf.